Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packe ich zwei neue Anime-Serien aus. Habt ihr schon mal ein bisschen vorbereitet mit der Folie? Und zwar einmal Photokano, die gibt es auf DVD und Blu-ray von Kaze Anime in diesem Mediabook. Und einmal Diamond King gibt es auch auf DVD und Blu-ray und das ist von Peppermint Anime. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten DVD hier links an. Tue ich das mal aus Seite. Habt ihr schon mal ein bisschen vorbereitet mit der Folie, dass es nicht so lange dauert? Ist ab 12 Jahren freigegeben. Und ja, so sieht das Mediabook von der Vorderseite aus. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind in Ordnung. Es ist noch was früh am Morgen, aber ich dachte mir, das drehe ich heute Morgen mal, weil ich heute frei habe. Und da sind die ersten 5 Folgen drauf auf Volumen 1 und dann steht hier hinten nach den gleichen ab mit Manga und PSP Dating Game. Das Dating Game gab es aber hier für die PSP nicht in Europa. Gibt es Photokanon nun endlich auch als Anime? Aus dem Studio Madhouse, ein absoluter Muss für alle Romantiker und Fotografie-Fanatiker. Sprachen sind Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Ton ist Dolby Digital 2.0, Bildformat ist 16 zu 9, Laufzeit 125 Minuten und Bonus haben wir ein Booklet, was wahrscheinlich in Cases, die im Mediabook mit eingearbeitet ist. Den Anime selber habe ich noch nie gesehen, beziehungsweise ich habe auch noch keinen Trailer gesehen. Wenn es einen Trailer gibt, werde ich euch das wieder verlinken, wie auch die DVD in Blu-ray zu Amazon und weitere Informationen. Die hat ja bei Amazon, also dieser Anime hat bei Amazon direkt eine schlechte Bewertung bekommen, obwohl der Anime noch gar nicht erschienen ist. Und ich gebe ihm trotzdem mal eine Chance. Vielleicht ist er ja gut. Ich denke mal, mit deutscher Synchro sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken. Es sei denn, man mag überhaupt keine deutsche Synchro. Wie die hier ist, kann ich euch auch nicht sagen. Aber es wird wohl eine Liebesgeschichte sein und halt sehr um viel um Fotografie gehen. Meine Nase juckt gerade. Das Booklet duftet aber herrlich. Jo. Keine Ahnung, wer die sind. Ach, hier stehen ja die Namen. Das ist Haruka. Also, wäre mir natürlich lieber, wenn das Booklet lose drin wäre, aber ich finde es aber auch irgendwie so schön gemacht. Das fand ich ja schon bei One Meet Franks schön gemacht. Dann haben wir hier Familie, was ist das? Ein Interview. Ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig. Dann haben wir wieder ein schönes Bild. Dann die Kase-Umfragen, ob gelbe oder weiße Untertitel. Es klebt was hier drin fest. Na komm. Und die Dis, die dasselbe Motiv hat. Ja, das war der erste Anime. Bin ich mal gespannt, wie der ist. Und dann kam jetzt vor einiger Zeit durch Peppermint Anime dieser Anime raus. Der lief ja vor einiger Zeit auf ProSieben Max. Die Kultserie aus der ProSieben Max-Nacht, Anime-Nacht. Also ProSieben Max, nicht Animax, habe ich eben Animax gesagt, ich meine natürlich ProSieben Max. Ist ab 16 Jahren freigegeben und ja, ist auch auf DVD und Blu-ray erschienen. Und ja, das Ganze kommt in einen Pappschuber, den ich etwas dünn finde, muss ich sagen. Und hier haben wir dann einen Charakter drauf. Dann haben wir hier das und dann übrigens, der Anime ist sehr viel mit Fanservice. Und Diamond King, Daimao oder Daimao. Holt euch den unglaublichen erfolgreichen Harems-Titel aus dem Studio Artland nun endlich auch nach Hause. Wer Iki-Tosen liebt, sollte sich diesen höllisch heißen Anime mit ordentlichem Fanservice auf keinen Fall entgehen lassen. Also, ihr müsst schon Fanservice mögen, sonst gefällt euch der Anime nicht. Ich fand ihn eigentlich ganz okay, ich fand ihn auch lustig. Ich würde aber Highschool-DxD vorziehen. Sprachen haben wir hier Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 150 Minuten, Bildformat 16 zu 9, Sound haben wir hier Dolby Digital 2.0 und Bonus einen Trailer. Also wieder kein Booklet bei Peppermint Anime, wie schon bei Steins;Gate. So, der Schuber ist wohl in Ordnung. Dann haben wir hier einmal dieses Motiv drauf, ab 16. Übrigens, hier ist es drauf geprägt. Der eine Flatschen war auf der Folie. Dann haben wir hier fünf bzw. 6 Episoden kurz vorgestellt mit den Namen. Dann haben wir hier die Dis und ein Nachkriegs aus. Da kommt es doch gerade. Ich habe da irgendwie manchmal. Ah ja, gut. Mit einem Bild im Hintergrund. Und ja, war ganz lustig. Und ja, dachte ich mir, kaufe ich mir auch mal. Wobei ich muss ehrlich sagen, die Verarbeitung finde ich etwas billig gemacht vom Schuh. Der ist ziemlich dünn, kommt gleich ein Knick rein. Und da finde ich das Mediabook schon interessanter. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse waren in Ordnung. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr die Serie gefunden habt. Ich fand die eigentlich ganz lustig auf ProSieben Max. Und hier bin ich einfach mal gespannt und bin da mal offen für. Ja, ich würde mich sehr bedanken über eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Also Dankeschön, dass ihr euch Zeit für mein neues Video genommen habt. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.